Künftig wird es mehr Arbeitsschutzkontrollen geben, denn wir führen flächendeckende, verpflichtende Prüfquoten ein. Die Arbeitsschutzbehörden der Länder müssen sicherstellen, dass der Arbeitsschutz auch tatsächlich eingehalten wird. Es wird also mehr Betriebskontrollen geben in vor allen Dingen problematischen Branchen und auch in der Fleischindustrie. Zweitens, wir machen Schluss mit Arbeitszeitbetrug. Arbeitgeber in der Fleischindustrie müssen die Arbeitszeit künftig manipulationssicher digital erfassen. Oft wurden die Beschäftigten genötigt, falsche Lohnzettel zu unterschreiben, um den Lohn zu drücken. Arbeitszeitbetrügern legen wir damit das Handwerk. Wir erweitern dazu den Bußgeldrahmen und verdoppeln den Höchstbetrag auf 30.000 Euro. Wer künftig gegen Arbeitszeitregeln verstößt, wird also künftig stärker auch zur Kasse gebeten. Drittens, wir machen Schluss mit Gammelunterkünften. Arbeiterinnen und Arbeiter in der Fleischindustrie und leider auch in anderen Branchen sind oft in beengten Bruchbuden und in maroden Behelfscontainern untergebracht. Das ist menschenunwürdig und es ist eine Gefahr für die Gesundheit. Vor allen Dingen in Zeiten der Pandemie bergen unhygienische Wohnverhältnisse zusätzliche Risiken. Deshalb gibt es künftig Mindeststandards und klare Kriterien für die Unterbringung von Beschäftigten in der Fleischindustrie in Sammelunterkünften, aber nicht nur da, auch in Sammelunterkünften beispielsweise für Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft. Viertens, wir sorgen für faire Mobilität statt Ausbeutung. Die Erfahrung zeigt, dass insbesondere Beschäftigte mit geringen oder fehlenden Deutschkenntnissen besonders häufig Opfer von Ausbeutung werden. Muttersprachliche Hilfsangebote leisten einen zentralen Beitrag, um ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über ihre Rechte aufzuklären. Deshalb haben wir bereits das Beratungsprojekt Faire Mobilität verstetigt. Ausbeutung und kriminelle Machenschaften haben in Deutschland keinen Platz. Fünftens, meine Damen und Herren, wir beenden Werkverträge und Leiharbeit in der Fleischindustrie. Die Auslagerung von Tätigkeiten in Sub-Sub-Sub-Unternehmen hat zu einem System der organisierten Verantwortungslosigkeit geführt. Deshalb werden Werkverträge ab dem 1. Januar 2021 und Leiharbeit ab dem 1. April 2021 in der Fleischindustrie verboten sein. Ausnahmen bestehen für kleine Betriebe des Fleischerhandwerks. Die Corona-Krise hat noch mal sehr, sehr hell ausgeleuchtet, wie miserabel die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen der deutschen Fleischindustrie sind. Wir haben erschreckende Bilder von Schrottimmobilien, in denen die Menschen hausen müssen, gesehen. Wir haben die Ausbreitung von Infektionszahlen in deutschen Schlachtbetrieben erleben müssen, weil der Arbeitsschutz in der Branche eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Wir haben erlebt, dass das System der Werkverträge ausgenutzt wurde, um genau diese miserablen, katastrophalen Arbeitsbedingungen herzustellen. Aber auch die Leiharbeit in der Branche war ein Instrument oder ist ein Instrument, um die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen nach unten zu gestalten. Also wirklich, das ist eine Grundlage dafür, dass wir das erleben mussten, was wir in den letzten Wochen, Monaten, aber auch Jahren in der Branche immer wieder erlebt haben. Und jetzt ist endlich Schluss mit diesem Sub-Sub-Sub-Unternehmertum, mit dieser organisierten Unverantwortlichkeit und mit der klaren Verantwortung auf der Inhaber der Fleischindustrie oder der Fleischunternehmen haben wir eine wirklich gute Grundlage, da regulierend einzugreifen und die Situation tatsächlich zu verbessern. Ab 1. Januar werden im Bereich der Fleischindustrie Werkverträge der Vergangenheit angehören. Werkverträge sind in vielen Bereichen der Wirtschaft wichtig. Sie sind im Bereich der Fleischindustrie missbraucht worden als ein System, für ein System organisierter Verantwortungslosigkeit. Das hört auf. Im Bereich der Fleischverarbeitung haben wir Produktionsspitzen. Deswegen wird es dort auch
keine Werkverträge, aber in sehr engem Umfang Zeitarbeit geben können. Wir haben uns auf eine Quote von 8% verständigt. Und entscheidend ist, dafür muss ein Tarifvertrag die Grundlage legen. Diese Regelung ist also auch so etwas wie ein Turbo für mehr Tarifverträge in diesem Bereich, in dem so vieles bislang ungeordnet war. Und es ist mir auch wichtig zu sagen, für diese Zeitarbeitskräfte gilt vom ersten Tag an gleiche Bezahlung wie für die Stammbelegschaft und selbstverständlich in vollem Umfang die Vorgaben des Arbeitsschutzes und die unternehmerische Verantwortung.